1920. Don? Adrian. Are you all right, honey? Yeah, I just hit the whiskey a little too hard last night. That's all. Don, let's leave. Please. We gotta get out of here. Look what this place is doing to you. Leave. Leave. This is our home, Adrian. We can never leave this place. Oh, what do you want? Hi, yeah, I don't care about the damn phone. I'll get out of here as soon as I can. All right, fine. Get in here and fix it. And then you leave. Son of a bitch. Hey, Mike. Oh, hi. I'm just finishing up this job. I'll get out of here as soon as I can. Mike, I want to apologize for Don. He hasn't been himself lately. No, you don't have to say nothing. I just don't want to get tangled up in family quarrels, that's all. I know. I understand. Well, you better get back to work. Yep. Das Böse ist hier. Finde dein Seelenheil.
Harriet? Oh, I see you caught us. Where are you going? Can't you see? We're leaving. We're getting the hell out of here. But I thought you needed a job and a place to stay. Well, I didn't want to say anything, but now that you're here, I saw your hubby last night. And, well, he threatened my boy and me. Said that if me and Cyrus didn't leave, we'd be hanging from the rafters. And I believed him. I saw the look in his eyes. There's something real bad around here. And I can't explain it, but it exists. What exists? Evil. And if you had any sense, young lady, you'd leave too. Cyrus? Huh? You don't want to leave, do you? Well, Ma said we got it. Boy! Stop your gabbing and get back to work. Yes? What do you want? Well? Here, I wanted to give Malcolm this old photo. I found it at the Carnavash estate. Mm-hmm. It's a photo of Malcolm and Carno. See what's written on the back? See Malcolm as a young boy. Please, you've got to let me in to see Malcolm. It's important. Just a minute. Malcolm will see you now. Sie ist da, Malcolm. Setzen Sie sich. Ich kann mich an dieses Bild erinnern. Ich war ein 10-jähriger Bengel. Carno war mein Held. Damals. Ihr Held? Ja. Ich weiß, was du in diesem Foto gesehen hast. Gesehen? Ja. Das Böse. Es ist wieder da. Und mein Ehemann? Für ihn kann es vielleicht schon zu spät sein. Was? Junge Frau, setz dich. Ich habe etwas zu erzählen. Hey.
Arno und seine erste Frau haben ihn adoptiert. Zu dieser Zeit war er ein guter Mann. Respektiert, geliebt, bewundert. Das alles änderte sich, als ihm das Buch in die Hände fiel. Dadurch hat er einen Dämon befreit. Ein Wesen, das so böse war, dass es keinen Namen hat. Mit Worten nicht zu beschreiben, dieses Ding ergriff Besitz. Es gab Carno große Macht, sein Ruhm und sein Besitz wurde größer, aber er war verflucht. Er liebte seine Frau Hortensia und ihre gemeinsame Tochter. All das endete sich. Er wurde gewalttätig. Ich habe keine Beweise, aber ich glaube, er hat beide getötet. Ich glaube, er hat alle seine Frauen getötet. Was passiert in der Nacht, in der Carno und Maria starben? Carnos Tage waren gezählt, als sich Marie mit seinem Requisiteur Gaston Warwick verbündete. Marie verdächtigte Carno, grauenhafte Dinge vollbracht zu haben, da sie das nächste Opfer sein würde, schmiedete sie mit Gaston einen Plan, einen großen Plan. Carno hatte ein neues Stück, ein erstaunlicher Entfesselungstrick. Aber sie manipulierten die Maschine. Carno konnte nicht fliehen. Sie glaubten, sie würden ihn töten. Was hatten sie es geschafft? 2 Wochen lang war Carno im Koma. Aber dann, eines Nachts, wachte er auf und schwor Rache. Ich sah Carno Gaston in sein Theater schleppen. Dort beobachtete ich, versteckt in den Geheimgängen, wie Carno den armen Mann verstümmelte und ihn sterbend zurückließ. Jetzt war Marie an der Reihe. Von Rache erfüllt startete Carno diese teuflische Maschine, das Höllenwerkzeug. Und mit meinen eigenen Augen Gesichtsausdruck vergessen. Der arme Gaston starb. Seine letzte heroische Rolle. 2 Meinem Entsetzen sah ich dann einen Dämon, so muss ich es nennen, Carnos Körper verlassen und durch den Boden verschwinden. Ich wusste, wohin er ging. Carno wusste es auch. Ich wollte weglaufen, zögerte aber, als ich sah, dass Carno dem Dämon an dessen Aufenthaltsort zu folgen schien. Ich kam gerade rechtzeitig, um Carno die Kiste, in der das böse Buch aufbewahrt war, wegschleppen zu sehen. Kurz
Kurz bevor er die Kapelle erreichte, stolperte er zum letzten Mal. Er bekreuzigte sich. Offensichtlich wollte er seinen Frieden mit Gott schließen. Ich nahm die Kiste mit dem Buch und, wie ich annahm, mit dem Dämon, trug sie in die Kapelle. Ich weiß wirklich nicht, was ich zu tun habe. Irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich würde dieses verfluchte Böse einschließen. Ich hoffte, für immer. Nachdem ich die Kapelle verlassen hatte, schleppte ich Carnos Körper zurück in seine Geheimkammer, wo er jetzt liegt. Carno ist nicht in seiner Gruft? Nein, nein, dort liegt Gaston Warwick. Er war derart verstümmelt, dass alle dachten, es wäre Carno. Ich sagte nichts. Ich ließ sie denken, was sie wollten. Was ist mit dem Dämon? Der Dämon. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. Er muss irgendwie befreit worden sein. Mein Gott. Don. Was können wir tun? Die einzige Antwort ist dieses verfluchte Buch. Nur damit können wir die Kreatur dahin schicken, wo sie herkam. Auf die andere Seite. Du hast es gesehen. Ja. Das dachte ich mir. In Ordnung, junge Frau. Du bist der einzige Mensch, der das tun kann. Die Seele deines Mannes ist gefangen. Und ich bin nicht sicher, ob ihm geholfen werden kann. Aber wenn du dich irgendwie dem Dämon nähern kannst, können wir Folgendes versuchen. Du brauchst das Buch, einen sakralen Gegenstand. Den Stein von Hammurabi und das Blut eines Lebenden ein. Nimm das Buch und... Okay, Adrian, you're all set. Great. Phone's in and it works just fine. Why don't you go ahead and test it? Okay. Mike, I want to apologize for Don again. He just hasn't been himself lately. I mean, normally, he's a very nice guy. Really? Yeah, don't even worry about it. It's no big deal. You call me if you have any trouble, okay? I will. I sure will. Thanks.